Weil die Frau Dr. Freismuth hat am Anfang schon gesagt, das Verhältnis zwischen Kunst und Philosophie ist ein sehr spannend gespanntes Verhältnis. Denn auf der einen Seite bin ich natürlich als Philosoph aufgerufen, permanent exakt zu sein. Ich bin aufgerufen, Begriffe zu definieren, und ich bin nicht aufgerufen, um mit Begriffen zu spielen. Das ist aber genau die Frage, was wird hier verspielt, auch im Sinne der strengen Wissenschaft, auch im Sinne der Philosophie, wenn sie diese Geste, diese verspielte Geste, die der Text von Karl Valentin hat, verspielt. Kunst und Wissenschaft sind Formen der Kreativität. Und es ist daher das entscheidende Moment zu fragen, wie diese Kreativität als solche in die wissenschaftliche Forschung, in die Wissenschaft zurückgebracht werden kann. In fact, my description is one. Meine Interpretation von Fortschritt ist nicht eine, die unter Fortschritt eine ständige, zielgerichtete Aufwärtsbewegung versteht, in der die treibende Kraft immer nur dahin drängt, dass alles größer, besser und schneller wird. Eine solche Definition beunruhigt mich. That's disturbing to me. Ein Text Friedrich Nietzsches, die moderne Unruhe. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. In der abendländischen Tradition wurde genau diese Besinnung auf diese Offenheit hin als Müßiggehen bezeichnet. Und genau diese Zeit nennt die Philosophie des 20. Jahrhunderts die Zeit des Ereignisses, oder es ist die Zeit, in der sich überhaupt etwas Überraschendes, etwas nicht Vorhergesehenes zeigen kann. Und das Entscheidende, wenn wir zurückgehen zum Beispiel auf die antike Philosophie, ist, dass sie meinen, dass dieser Raum des Sich-Zurücknehmens als Öffnen für diese Offenheit erst jene Zeit ins Spiel bringt, die eigentlich der Zeitraum der Kreativität ist. Das Ende einer Kultur der Muse bedeutet, Platon, Politär, eine neue Barbarei, in der eine Verrohung der Sinne stattfindet. Und gerade diese Verrohung der Sinne ist das, vor dem Platon, vor dem Aristoteles in den ersten Entwürfen europäischer Demokratie gewarnt hat. Derzeit scheint sich jedoch eine Art Umdenken, eine Metonymie an den Börsenmärkten zu vollziehen. Das Bedürfnis nach kulturellem Mehrwert schiebt sich immer mehr in den Vordergrund. Eine Tendenz, die das Hype der Freundschaftsaktie InTime erklärt. Fazit. Erst eine globale Kultur der Freundschaft scheint eine florierende Ökonomie möglich zu machen. Und das hat man jetzt an den Börsenmärkten und an den Finanzmärkten auch verstanden. Von daher ist die plötzliche Verzehnfachung des Kultursponsorings der Privatwirtschaft und die enorme Anhebung der staatlichen Kulturbudgets zu verstehen. Once upon a time, dreams become true, sometimes, and sometimes even in time.